In einer Welt, in der unser täglicher Konsum immer weiter ansteigt und durch die Inflation alles um uns herum immer teurer wird, habe ich mich gefragt, ob es möglich ist, mit nur einem Euro am Tag zu überleben und habe deswegen das Selbstexperiment gemacht und versucht, mich 7 Tage lang von nur 7 Euro zu ernähren. Ein durchschnittlicher Deutscher gibt im Monat ca. 234 Euro für Essen aus, was einem Tagesbudget von ca. 8 Euro entspricht. Ich persönlich gebe sicherlich aber sogar noch mehr Geld aus als der Durchschnitt, weil ich gerne auch mal essen gehe bzw. mir auch oft Essen einfach bestelle. Ich bin deswegen gespannt, was es mit mir macht, die nächsten 7 Tage lang auf diesen Luxus zu verzichten und auch, ob ich es schaffe, davon satt zu werden bzw. mich annähernd gesund zu ernähren. Also Gemüse kann ich, glaube ich, vergessen. Ist alles nicht günstiger als mindestens 1 Euro. Und so viel Geld werde ich wahrscheinlich nicht übrig haben. Für den Beutel reicht es wahrscheinlich noch. Nudeln im Angebot, 500 Gramm, 65 Cent. Da muss ich eigentlich zuschlagen. Okay, nächstes Angebot. Passierte Tomaten nehme ich mal 2 mit. Ja, okay. Auch Pesto kann ich absolut vergessen. Viel zu teuer. 1,19 Euro. Okay, ich glaube, ich nehme ein Pesto für 1,19 Euro mit und tue dafür passierte Tomaten einmal zurück. Für 99 Cent noch einen Weizentoast für Frühstück oder Abendessen. Gar nicht so bad. Da vielleicht noch irgendwie was zum Draufschmieren wäre geil. Dann kam mir aber plötzlich eine grandiose Idee. Entschuldigung. Haben Sie irgendwo Produkte, die günstiger sind, weil die bald ablaufen oder so? Die Frau hat mich erstmal sehr, sehr verwirrt angeschaut und mir dann aber gesagt, dass es leider keine reduzierten Produkte gibt. Okay, danke. Okay. Aber ich sehe hier gerade, es gibt Frischkäse für 1,39 Euro. Den werde ich mir wahrscheinlich noch mitnehmen. Okay, ich habe gedacht bzw. gehofft, dass wir mehr bekommen. Das hier ist meine komplette Ausbeute vom Einkauf und gezahlt habe ich insgesamt genau 6,96 Euro. Ich würde mal sagen, Budget, auch ohne vorher zu planen, perfekt ausgereizt. Zur Verfügung stehen mir somit jeden Tag 3 Scheiben Toast, 285 Gramm Nudeln, 71 Gramm passierte Tomaten, 42 Gramm Frischkäse und 27 Gramm Pesto. Ich denke, dass ich damit auf jeden Fall irgendwie über die Runden komme, auch wenn das natürlich absolut nicht gesund ist, weil ich gefühlt nur Kohlenhydrate zu mir nehme. Aber jetzt wird es erstmal Zeit für das erste Frühstück und zwar Toast mit Frischkäse. Schmeckt. Daran kann ich mich gewöhnen. So, es wird Zeit für das erste warme Essen. Es gibt Nudeln mit Pesto und ich mache gleich die kompletten 500 Gramm Nudeln. Bereite auch für morgen schon mein Mittagessen vor, weil morgen habe ich Schule und muss da Essen mitnehmen. Das ist meine Portion für morgen, die lasse ich kurz abkühlen, dann kommt die in den Kühlschrank. Und das ist mein heutiges Essen. Ich finde, das sieht von der Menge her eigentlich ganz stabil aus. Doch, war lecker. Da kann ich mich nicht beschweren. Ich habe die Nudeln, die ich mir gestern extra vorbereitet habe, natürlich heute vergessen mit in die Schule zu nehmen. Deswegen habe ich den kompletten Tag bis jetzt auch noch nichts gegessen, aber ich mache mir jetzt meine Nudeln und heute Abend gibt es dann noch meine restlichen Toasts. Die Nudeln habe ich mir dieses Mal angebraten, um auch ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen. Da habe ich dann noch ein bisschen Pesto dazu gemacht, was wirklich geil geschmeckt hat. Am Abend wollte ich mir dann eigentlich noch einen Toast machen. Das Problem war nur... Scheiße. Fuck. Ich habe die Toasts vergessen. Ey, das tut gerade richtig weh. Die sind jetzt schwarz. Oh Mann, das tut weh. Ja, easy. Nice. Es ist mittlerweile 23 Uhr. Ich sitze gerade noch am Arbeiten und habe absolut Hunger und das Verlangen, jetzt was zu essen. Und ich hasse es, abends Hunger zu haben, beziehungsweise mit leerem Magen dann ins Bett zu gehen. Deswegen würde ich normalerweise jetzt safe noch was essen und wenn es nur eine Kleinigkeit wie irgendwie Gummibärchen oder Chips sind. Aber ich habe meine komplette Tagesration schon aufgebraucht und darf deswegen nichts mehr essen.
Ich habe das gerade tatsächlich mal durchgerechnet und es ist auch eine Sache, die ich gar nicht bedacht habe. Ich bin nämlich im absoluten Kaloriendefizit. Wenn ich die Tagesration esse, mit der ich aktuell rechne, nehme ich nämlich pro Tag nur 1328 Kalorien zu mir. Was fast nur halb so viel ist, wie man eigentlich zu sich nehmen sollte. Das ist schon krass und ich bin auch mal gespannt, wie sich das Ganze auf morgen auswirkt, denn morgen kommt noch Sport dazu. Ich habe morgen Abend nämlich Fußballtraining und ich bin mal gespannt, ob ich den Kaloriendefizit merke und vielleicht einfach weniger Energie habe oder so. Ich komme gerade von der Schule nach Hause und ich habe absolut Hunger. Ich hatte heute Morgen nur kurz Zeit, mir zwei Scheiben Toast zu machen. Für Nudeln hat es leider nicht mehr gereicht. Deswegen gibt es jetzt wieder Nudeln. Ich bereite auch gleich wieder was für morgen vor. Und heute mache ich mir auch die Tomatensauce. Da habe ich richtig Bock drauf, weil das auf jeden Fall auch für zwei Tage halten wird und ich endlich auch mal einen anderen Geschmack im Mund bekomme. Ich hatte jetzt gerade noch eine andere Idee. Und zwar könnte ich ja probieren, mit diesen Tomaten hier auch eine Tomatensuppe zu machen. Also das Ganze einfach mit Wasser zu verdünnen und dann aufzukochen. Ich probiere das jetzt einfach mal. Dann hätte ich eine Vorspeise und ich werde auch noch eine Scheibe Toast opfern und versuchen mir daraus so Croutons in der Pfanne anzurösten. Boah, Alter, das riecht schon geil. Ich habe absolut keinen Plan, ob das was wird, aber ich mache jetzt einfach ein bisschen passierte Tomaten hier in den Topf rein. So, der Boden ist bedeckt, vielleicht noch ein bisschen mehr. Jetzt kommt Wasser dazu. Okay, das ist geil. Schmeckt übel gut. War zwar nicht viel, aber ein Luxus zwischendurch, der sich absolut gelohnt hat. Die Nudeln sind mittlerweile auch fertig. Ich mache mir jetzt noch die Tomatensauce hier warm. Ich mache da noch ein bisschen Pesto rein, um ein bisschen mehr Geschmack zu haben. Und natürlich schmeißen wir nichts weg, sondern versuchen alles zu nutzen, so gut wie es geht. So, die Tomatensauce ist warm. Das bedeutet, es gibt Nudeln mit Tomatensauce. Aber es ist nicht viel. Ich muss den Rest für morgen aufbewahren. So, da bereue ich gerade meine Tomatensuppe so ein bisschen. Ich habe wirklich wenig Soße. A few moments later. Ich bin absolut voll gerade. Den Rest schaffe ich nicht mehr. Ist aber nicht so schlimm. Ich bewahre mir das einfach für nachher auf, weil ich gehe jetzt gleich ins Training. Und dann habe ich wenigstens heute Abend noch was zu essen. Ist auch gar nicht so schlecht. Ich hatte ja die Befürchtung, dass ich durch mein Kaloriendefizit im Training vielleicht weniger Energie habe oder so. Aber ich muss sagen, davon habe ich überhaupt nichts gespürt. Ich war genauso fit wie sonst und hatte auch genauso viel Power wie sonst. Aber mittlerweile habe ich jeden Abend irgendwann Hunger bekommen und war eigentlich nie wirklich satt. Es ist mittlerweile Tag 4, 19 Uhr abends und ich habe heute Morgen zwei Scheiben Toast mit Frischkäse gegessen und habe mir vorhin um 16 Uhr die Nudeln, die ich mir gestern schon vorbereitet habe, warm gemacht und mit Pesto gegessen. Mein Magen knurrt sogar schon die ganze Zeit und ich habe eigentlich nur noch ein Toastbrot zur Verfügung. Ich habe schon überlegt, ob ich mir nochmal eine kleine Portion Nudeln machen soll, aber wenn ich jetzt schon damit anfange, mehr zu essen, als ich eigentlich geplant habe, dann wird es hinten raus schwierig. Deswegen würde ich sagen, hungere ich heute Abend nochmal ein bisschen. Ich muss sagen, vor allem die letzten Tage waren dann nochmal wirklich hart. Während es zum Beispiel an Tag 5 bei meiner Freundin daheim ein normales Festbrot zu essen gab, worauf ich in dem Moment absolut mehr Bock drauf gehabt hätte, habe ich mir, wie so häufig die letzten Tage, mal wieder Nudeln gemacht. Also wirklich so ab dem dritten Tag konnte ich Nudeln einfach nicht mehr sehen. Mein Tagesablauf sah eigentlich auch immer gleich aus. Morgens gestartet mit einer Scheibe Toast. Mittags dann eine Portion Nudeln und am Abend die Reste davon, beziehungsweise noch zwei Scheiben Toast. An Tag 6 hat sich meine Freundin einfach mal kurz für 15 Euro was zu essen bestellt, was einfach das Doppelte von meinem Wochenbudget war. Für mich gab es da übrigens wie immer meine restlichen Nudeln und zwei Scheiben Toast, was in dem Moment wirklich fies war. Ich fand heute auch eine Sache irgendwie wirklich krass. Ich habe das Essen, was ich meine Freundin bestellt habe, nämlich zusammen mit ihr im Restaurant abgeholt. Und als wir da knapp 10 Minuten standen und auf das Essen gewartet haben, ging in der Zeit so fucking viel Essen von Besuchern in dem Restaurant einfach zurück. Und da ist mir bewusst geworden, in was für einer kranken Wegwerfgesellschaft wir eigentlich leben. Weil ich stand da so, hatte absolut Hunger und hätte alles dafür gegeben, dieses Essen noch essen zu können. Das Essen wurde dann vor meinen Augen einfach weggeworfen. Ich weiß, das passiert so gut wie tagtäglich, aber in meiner jetzigen Situation ist mir das da irgendwie so richtig krass aufgefallen. Es ist der letzte Tag. Es gibt die letzte Portion Nudeln mit Pesto für mich. Normalerweise liebe ich Nudeln mit Pesto, aber mittlerweile kann ich es ehrlich nicht mehr sehen. Ich habe es aber natürlich ein letztes Mal durchgezogen, bin aber wie so häufig die letzten Tage mal wieder hungrig ins Bett gegangen.
7 Tage sind jetzt rum und anders wie bei Tomary, der das ganze Experiment vor 3 Jahren schon mal gemacht hatte und nach den 7 Tagen sogar noch Essen übrig hatte, habe ich in den 7 Tagen meinen kompletten Wocheneinkauf aufgebraucht. Also es ist im Jahr 2023 wirklich sehr, sehr schwer, mit nur 1 Euro am Tag zu leben. Ich würde sagen, überleben kann man damit eine Zeit lang auf jeden Fall, aber wirklich dauerhaft davon leben ist unmöglich. Vor allem, weil man sich einfach nicht gesund ernährt. Am Tag nach meinem Experiment habe ich dann übrigens für mehr als 20 Euro gegessen. Morgens habe ich mir was vom Bäcker geholt und mittags habe ich mir eine Pizza bestellt, weil ich an dem Tag einen Dreh mit meinem Opa hatte. Da kommt übrigens im nächsten Jahr ein absolut geiles Projekt auf euch zu, seid deswegen gespannt. Feiert ihr solche Selbstexperimente generell? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare und auch, was ich vielleicht als nächstes testen kann. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.